Das ist Fehlberg, ein Schatzkästlein im Hohenloher Land, ganz nahe bei Schwäbisch Hall. Als schmuckes Felsennest erhebt sich die ehemals wehrhafte, trotzfeste, idyllischen Tal der Bühler und strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. Fehlberg hat eine reiche Vergangenheit. Noch älter ist der Pfarrweiler Stöckenburg, der auch zu Fehlberg gehört. Hier siedelten schon die Kelten und von diesem geschützten Platz aus, den die Franken später zu einem Königshof ausbauten, wurde die ganze Umgebung christianisiert. Schon 741 wird die Stochenburg in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Edinfago Moligaubio Infracastro Stochamburg Basilica Sancti Martini. Übersetzt lautet das etwa, und im Mullachgau bei der Stöckenburg eine Basilika zum heiligen Martin. Der karolingische Hausmeier Karlmann vermacht die befestigte Missionskirche dem Bistum Würzburg. Heute gibt es auf der Stöckenburg vieles zu sehen. Außen die Grabinschriften der Amtsvögte und Pfarrer und innen in der Kirche die in Stein gehauenen Kunstdenkmäler der Herren von Fehlberg und ihrer Hausfrauen, die hier begraben sind. Ins Auge fällt gleich die Grabplatte Ehrenfrieds von Fehlberg und seiner Gemahlin. Der Flügel im Schild ist das Wahrzeichen des Fehlberger Adelsgeschlechts. Es begegnet uns immer und überall und besonders oft in dieser Kirche. Diese Epitaphien sind sehenswert. In Lebensgröße stellen sie die Ritter und ihre Frauen dar, als gläubige Christen in betender Haltung. Wolf von Fehlberg. Sein Vetter Hans Bartholomä, verheiratet mit einer Gräfin Adelmann, und der letzte Fehlberger Ritter, wohlgenährt versteht sich, Konrad von Fehlberg. Er starb 1592 und mit ihm starb das Geschlecht der Fehlberger aus. Ein weiteres Kleinod in dieser Kirche ist der Martinsaltar, den Fachleute der Riemenschneiderschule zurechnen. Hier gibt das bekannte Fehlberger Kammerorchester seine Kirchenkonzerte. Der Staufer um 1100 taucht zum ersten Mal das Fehlberger Rittergeschlecht auf. Als vornehme Ministeriale des Reiches wurden sie für würdig befunden, fürstliche Urkunden mit zu unterzeichnen. Die späteren Herren von Fehlberg verpflichteten sich als Ganerben des Schlosses und Marktes Fehlberg zu einem Burgfrieden. Diese Urkunde von 1581 macht den Herren von Fehlberg strenge Vorschriften. Es ist die Rede von 2 guten Schirmbüchsen und 12 guten Hakenbüchsen, zu denen je 200 Steine und 2 Tonnen Pulver gehören, sowie von 24 Armbrüsten mit je 4000 Pfeilen. So wird Fehlberg zum fast unüberwindlichen Bollwerk, das man heute im Handstreich nimmt. Symbolisch nur noch das Stammeszeichen derer von Fehlberg, Helm und Schild mit dem Adlerflügel.
Hier holt sich unser kleiner Besucher die erste Information. Ob er Schwierigkeiten mit den römischen Zahlen hat? 1466 Jahre am Mittwoch vor Pfingste habe die von Fellberg ihre Vorhaut befestigt. Um 1600 kauften die vermögenden Haller die blühende Burgstadt um 194.000 Gulden. Über diesen Schleuderpreis ärgern sich die Fellberger eigentlich noch heute, weil Häuser, Land, Wald, Gewässer, die hohe Gerichtsbarkeit, das hohe Jagdrecht und 4 bedeutende Märkte jedes Jahr in die Kaufsumme eingeschlossen waren. Ja, sogar Tiere und Menschen. Heute ist Fellberg wieder selbstständig und unabhängig. Bürgermeister und Gemeinderat investieren viel Geld und Energie in das Gemeinwesen, um das Leben in dieser Kleinstadt noch lebenswerter zu machen. Man vergisst dabei aber nicht den alten Stadtkern, der unter Denkmalschutz steht. Von der Stadtmauer war im Laufe der Jahrhunderte nicht viel übrig geblieben. Man wollte aber die Burganlage erhalten und gründete deshalb 1937 die Baugesellschaft Stadtmauer. Tausende und Abertausende Quadratmeter Steine wurden nach vorgefassten Plänen gemauert und die gibt es ja zum Glück nicht mehr. Fellberg strahlt Behaglichkeit aus. Der Besucher findet Ruhe, Erholung und Abwechslung in Fellbergs Mauern und auch einen guten Tropfen. Nein, nicht im Brunnen. Hier tummeln sich die Goldfische. Der gusseiserne Brunnentrog ist noch ein, anschauliches Überbleibsel schwäbisch-haller Obrigkeit in Fellberg. Hier sind wir richtig. Das Gasthaus zum Ochsen kann sage und schreibe auf eine 400-jährige Tradition zurückblicken. Der Reiterstein vor der Eingangstüre erleichterte das Absteigen vom Pferd. Eis mit Sahne gibt es auf der Bastion. Nicht nur, wenn Sie eine Kaffeefahrt nach Fellberg machen. Auch zum Übernachten steht alles bereit. Von einfach und bürgerlich bis hochfeudal für verwöhnte Ansprüche. Und Schlossatmosphäre bekommen Sie kostenlos dazu. Dieses Speiselokal war früher eine Waffenkammer mit Tonnengewölbe. Rittersaal und Kaminzimmer sind ideale Tagungsräume, in denen man ein gutes Viertele schlossen kann, wie dieser stille Genießer. Manchmal ist auch ein modernes Burgfräulein zu sehen, das für seine Heimatstadt wirbt. Wir grüßen ehrsam alle Gäste in Fellbergs trutzig alter Feste. Wer sich für seine Hochzeit etwas Einmaliges einfallen lassen möchte, denn so oft heiratet man ja immerhin nicht, dem bietet Fellberg einen besonderen Leckerbissen. Mit einer weißen Hochzeitskutsche können Sie zur Kirche fahren. Sie entscheiden sich für das Fellberger Schlossherrenmodell. Standesamtliche und kirchliche Trauung. Das Fest und die Übernachtung, alles unter einem Dach. Nostalgiefreunden können wir wie diesem jungen Paar noch den Hochzeitsturm empfehlen. Prost und angenehme Ruhe. Eine Abkühlung nötig hat? Fellberg tut viel in Sachen Freizeit. Hier das Mineralfreibad. Sie dürfen die Stadtbücherei besuchen, Sportplätze und Tennisplätze benutzen.
Auch Kegeln ist möglich. Oh la la. Minigolf. Mit Bällchen. Sie können angeln wie diese beiden. Es gibt sogar Fundgruben für Hobbygeologen und viele Kilometer gut ausgebaute Wanderwege. Der auch durch den unterirdischen Wehrgang führt, sollten Sie unbedingt in die Schlosskapelle hineinschauen. Ein prächtiges Rippenkreuzgewölbe und Fresken aus dem 15. Jahrhundert laden ein zum Verweilen. Und, wie gesagt, hier können Sie sich trauen lassen. Nostalgie, Nostalgie. Sind die Wandmalereien im Schloss, die wichtige Daten aus der Fellberger Geschichte darstellen. Den Schwur zum Burgfrieden, die Zerstörung des Schlosses durch den Schwäbischen Bund, den Wiederaufbau und den Kauf des Städtchens durch die Reichsstadt Schwäbisch Hall. Die Fellberger würden nur Feste feiern. Das stimmt nicht ganz. Richtig müsste das heißen, wo man Feste arbeitet, muss man auch Feste feiern. Oder? Feste feiern. Und die Fellberger verstehen zu feiern. Einige Feste sind bereits zur Tradition geworden. Zum Beispiel das Lügenbeutelfest am 1. April jeden Jahres. Hier steht einer von Münchhausens Jüngern und lügt, dass sich die Balken biegen. Beim Thalheimer Meckerfest am 1. Septemberwochenende kommen Lästermäuler auf ihre Kosten, denn dort darf man die Kommunalpolitik durch den Kakao ziehen. Hier die Meckerecke mit einem Meckerer, der sich am Tatort Einfälle holt. Doch der Clou des Ganzen, der Star unter den Fellberger Festen, ist ohne Zweifel das Weinbrunnenfest am 1. Juli-Wochenende. Farbenprächtige Uniformen, Tanz- und Unterhaltungskapellen, Spielmannszüge, buntes Treiben im ganzen Städtchen. Thank you.
sie, was Bürgermeister Frank darüber zu berichten weiß. Die zu Fellberg gehörende Stückenburg wurde bereits im Jahre 741 urkundlich nachgewiesen. Im ummauerten Ring von Fellberg befanden sich nur Adelige, nämlich die Herren von Fellberg. Diesen gehörte auch der Weinzehnte von verschiedenen Orten in der Heilbronner Gegend. Wenn nun im Herbst der Weinzehnte eingebracht wurde, fand im Städtli in Fellberg ein Weinfest statt. Und seitdem findet immer am ersten Wochenende im Juli unser Weinbrunnenfest statt. Prost! Prost! Das Fest könnte nicht stattfinden, wenn es die freiwilligen Helfer nicht gäbe. Eigentlich ist auch der Krasser hier an der Zentrale, dem Weinbrunnen, einer davon. Doch er muss nur den Mund aufsperren, bis alles vorbei ist. Ja, Sie haben richtig gesehen. Das ist ein Zauberbrunnen, aus dem württembergische Qualitätsweine fließen. Weiß und rot, je nach Wunsch. Getrunken wird aber noch an vielen anderen Plätzen im Städtle. Sie müssen nur mal auf Entdeckungsreisen gehen. Der Herold führt den Festzug an und eröffnet das Fest. Die Edelleute sagen ihnen Prost auf ihre Weise. Vielleicht gibt der mal eine Kostprobe. Soll dir der Herrgott geben, mein Hütlein prall und heiß. Raus diese Saft der Reben zu unseres Herren Kreis. Rechts soll es die Rotwein geben und links den Lüsterer Weiß. Für die Fremden machen die Fellberger fast alles. Sie ziehen sich für sie sogar an. Sie verkleiden sich als Landsknechte, Edelleute, Burgfräuleins und Markttenderinnen, damit der historische Charakter des Weinbrunnenfestes gewahrt wird. Sie spielen mittelalterliches Treiben auf der Burg, als ob es echt wäre, und lassen damit das alte Fellberg noch einmal aufleben. So mag es vielleicht im Mittelalter einst ausgesehen haben. Zeigen aber auch, wie man in den Parkanlagen Lust wandelte, geradezu als Einladung für unsere Gäste, es doch ebenfalls zu tun. Erwandern Sie Fellberg, um seine Schönheiten zu erfahren. Schauen Sie hinein in den unterirdischen Wehrgang, den einzig erhaltenen in ganz Süddeutschland. Werfen Sie auch einen Blick hinunter ins tiefe Burgverlies, in das die Fellberger Herren gefangene Feinde werfen ließen. Mit unseren Besuchern gehen wir heute viel friedlicher um. Wir zeigen ihnen alles, aber wir tun ihnen nichts.
Unsere Fremdenführung ist nun beendet. Fellberg bedankt sich für Ihren Besuch und für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren uns liebe Gäste. Bitte kommen Sie wieder mit Ihren Freunden.